Mega warm, aber sowas von spießig? Von wegen. Denn die Granny-Strickjacken feiern jetzt ihr großes Comeback. Das Beste, für die Trendteile muss man noch nicht mal unbedingt Geld ausgeben. Einfach über die Feiertage zu Hause im Familienkleiderschrank wühlen. Und wer nichts findet, ab in den Second-Hand-Shop. Dort gibt's die Teile schon ab 30 Euro. Aber Vorsicht, egal ob etwas Oversize oder nicht, damit die Wolljacken nicht auftragen, unbedingt zu eher figurbetonten Outfits kombinieren. Sorry Jungs, das ist kein neues Mini-Lichtschwert, sondern angeblich das perfekte Make-up-Light. Die Röhre einfach mit den Saugnäpfen am Spiegel anbringen und schon kannst zu Hause oder auf Reisen losgehen. Rouge, Lidschatten und Co. wirken tagsüber nämlich tatsächlich stärker als abends. Und damit das Make-up so oder so perfekt sitzt, gibt's 5 verschiedene Lichtfarben für jede Tageszeit bzw. jedes Lichtverhältnis. Das Beauty-Light hat allerdings auch seinen Preis. Die Basic-Variante kostet 40, die Glamour-Edition gibt's für 70 Euro. Wer sich jetzt denkt, hat da vielleicht jemand versehentlich die Schuhe vertauscht? Tja, der liegt falsch. Denn Stiefel oder Sneaker müssen jetzt nicht mehr zusammenpassen. Beim Mismatched Shoes Trend trägt man das gleiche Schuhmodell nämlich bewusst in 2 verschiedenen Farben. Aber kommt das wirklich an? Wenn man so den Style dafür hat, dann kann es bestimmt gut aussehen. Es kommt zu teuer, aber sieht stylisch aus. Da komme ich mir einfach vor wie ein Clown. Also ich würde es nicht machen. Ananas sind die neuen Weihnachtsbäume. Nein, das ist kein Scherz. Zumindest nicht, wenn es nach Instagram geht. Denn dort löst das geschmückte Obst gerade einen regelrechten Hype aus. Der Vorteil gegenüber der traditionellen Tanne: man braucht weniger Kugeln, die Ananas nadelt nicht und man kann es sich nach Weihnachten noch mal so richtig schmecken lassen. Wir kennen's nicht. Früher oder später hängen alle am Smartphone. Aber was, wenn das einfach weggesperrt ist? Dürfen wir vorstellen, die Telefonzelle. Die Box kann man nicht nur überall mit hinnehmen, sie soll außerdem wieder für mehr Spaß und weniger Zeit am Smartphone sorgen. Obendrauf liefert die Handyzelle außerdem noch Bestrafungsideen, falls man doch wieder zum Handy greift und falls nötig auch Gesprächsstoff. Die Anti-Smartphone-Box gibt's online für 6,50 Euro.